Hallo und herzlich willkommen bei Thomas Kocht. Wir machen heute ein Chili, ein leckeres. Das Besondere an diesem Chili ist, es ist ohne Fleisch. Es ist ein Chili sin carne, aber es ist trotzdem wirklich super lecker. Ich probiere das jetzt erstmal. Sieht auch gar nicht wirklich viel anders aus als Chili. Wirklich gut. Und als Ersatz für Hackfleisch habe ich hier Sojagranulat genommen. Es ist wirklich ein tolles Rezept. Probiert es aus. Auch Fleischliebhaber werden das mögen. Und ich wünsche dir erstmal viel Spaß bei dem Video. Für unser Chili sin carne verwende ich in diesem Fall Sojagranulat. So sieht das aus. Das weichen wir ein bisschen einfach mit heißem Wasser ein. Auf der Packung steht meistens mit Brühe einweichen, aber das lassen wir hier weg. Brauchen wir nicht. Einfach etwa 10 Minuten einweichen lassen, dann pressen wir das Wasser ein bisschen raus und dann kann man das wie Hackfleisch verwenden. Und glaubt mir, am Ende, wenn ich euch das zeige, man sieht optisch fast keinen Unterschied. Also ich behaupte mal, den meisten Leuten, denen ich das vorsetzen würde als normales Chili con Carne, würden es auch nicht rausschmecken. So, dann nehme ich in dem Fall ein bisschen mehr Zwiebel, etwas Paprika, Chili, könnt ihr frische Chili eurer Wahl nehmen oder ihr könnt auch Chili-Pulver nehmen, das ist eigentlich relativ egal. Ein wenig Knoblauch, Tomatenmark, Dosentomaten habe ich hier zwei Stück. Dann an Gewürzen habe ich Paprikapulver, Oregano, ein wenig Kumin, Koriander gemahlen, ein Sternanis und ein ganz kleines bisschen, eine kleine Messerspitze Zimt. So, dann brauchen wir natürlich noch Bohnen. Ich habe hier Bohnen aus der Dose und auch etwas Mais genommen. Und das war eigentlich schon fast alles. Wir fangen als allererstes mal an und schnibbeln unsere Zwiebeln. Versucht sie nicht zu grob zu schneiden, denn sonst, wir kochen das nicht so lange wie ein Chili mit Fleisch. Und die Zwiebeln sollen ja schön weich werden und auch Bindung geben. Von daher, je kleiner ihr sie hinkriegt, umso besser. Fertig. Das gleiche machen wir mit unserem Paprika. Auch den schneiden wir in Würfel. So, Knoblauch auch klein schneiden. Ich persönlich bin kein Freund von der Knoblauchpresse. Ich finde, der Knoblauch schmeckt einfach anders, wenn er gepresst wird. So, damit ist unsere Schnibbelarbeit eigentlich erledigt. Wir müssen nachher nur noch die Chili schneiden. Und das war's dann auch. So, weiter geht's. Wenn wir die Zwiebeln geschnitten haben. Wenn ihr habt, ein gusseiserner Bräter eignet sich perfekt dafür. So, wir gehen mit Zwiebeln und auch ruhig die Paprika gleich mit rein. Und jetzt braten wir das Ganze schön langsam, nicht zu große Hitze, schön langsam an, bis es schön zusammengefallen ist und schön goldgelb ist. Dadurch bekommen wir unsere Röstaromen hier rein. So, wenn ihr merkt, Wasserdampf wird weniger. Das heißt, die Zwiebeln haben nicht mehr so viel Feuchtigkeit. Dann geben wir unseren Knoblauch mit dazu. Und jetzt ganz wichtig, die Gewürze, die wollen wir auch ein kleines bisschen mit anrösten. Also nicht verbrennen, ganz wichtig. Aber die dürfen ruhig auch ein bisschen Hitze bekommen. So, dann geben wir das Tomatenmark dazu. Auch das wollen wir ein kleines bisschen mit anrösten, das Mark. So, dann geben wir einen Schuss Wasser mit rein, wirklich einen Schuss. Damit sich alles, was ich am Boden abgesetzt habe, ablöst. Und dann rösten wir es noch ein kleines bisschen. Nochmal ein kleines bisschen. So, ich gebe jetzt auch die frischen Chili dazu. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch mit Chili-Pulver arbeiten. Oder beidem, wie ihr möchtet. Ich habe hier die Kerne rausgenommen, dass es nicht ganz so scharf ist.
So, das ist jetzt das Sojahack. Wenn ihr das so nennen wollt, das habe ich jetzt eingeweicht. Ich habe es gar nicht mehr ausgedrückt, weil es hat die Feuchtigkeit so gut aufgenommen. Das Ganze braten wir jetzt einfach ein bisschen mit an. Das kann jetzt nämlich wunderbar diesen Geschmack von den ganzen Gewürzen aufnehmen. Was übrigens auch sehr gut dazu passt, ist ein Schuss Wurstersoße. Und wer hat, kann auch gerne so eine Espresso-Tasse kalten Kaffee reinmachen. Das gibt auch nochmal neben einem guten Aroma auch eine schöne Farbe. So, dann würzen wir das Ganze großzügig. Salz, Pfeffer. So, dann geben wir unsere Tomaten dazu. Das Ganze spülen wir nochmal ein bisschen aus. So, dann schmecken wir gleich mal ab. Kann auf jeden Fall noch mehr Salz dran. Pfeffer auch. So, jetzt lassen wir das Ganze erstmal leicht abgedeckt. So ein Viertelstündchen kochen, dann schmecken wir es nochmal ab und dann machen wir die Bohnen dazu. So, mein Chili kocht jetzt 20 Minuten. Ich habe noch ein kleines bisschen nachgewürzt. Ich habe noch einen Teelöffel Chili-Pulver reingetan. Es gibt doch einfach ein bisschen mehr Tiefe und auch ein bisschen mehr Bums. Ein bisschen mehr Oregano und Paprikapulver habe ich auch noch dazu getan. Aber das angepasste Rezept findet ihr wie immer unter dem Video. So, jetzt wird es Zeit für unsere Bohnen und unseren Mais. Das muss jetzt eigentlich nur noch warm werden und dann ist unser Chili auch schon fertig. Ich würde das jetzt nochmal 5 Minuten köcheln und dann ist das wunderbar. Wie jedes andere Chili wird das auch besser, wenn ihr das Tage später nochmal isst und aufwärmt. Dann zieht es nämlich einfach noch ein bisschen mehr durch mit den Gewürzen. Wodurch es allerdings nicht wirklich gewinnt ist, wenn ihr das jetzt stundenlang köchelt, wie bei Fleisch, denn ja, da kriegt ihr nicht wirklich einen Mehrwert aus dem Soja raus. Probieren wir das Ganze mal. Lecker. Also wirklich auch für Fleischesser ist das absolut geeignet. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich in dem Fall natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr, besonders wenn ihr beim Abonnieren auch die Glocke aktiviert, denn dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung. So, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und sage Tschüss bis 2020.